Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben hier einen vollen Anhänger und der geht zurück. Ne, haben wir gestern noch voll gemacht. Bin mal gespannt, da müssen wir ein bisschen was am Sägewerk tun und der will nicht fahren, was? Gibt's keine Hupe? Das ist ein Blöder. Rückwärts fahren mit diesem vollen Anhänger ist nicht so toll. Wobei mit Asphalt geht das, glaube ich, noch. Ich weiß auch nicht, ob es heute ein Update gibt. Ich musste jetzt, was haben wir jetzt? 17 Uhr gleich. Ich musste leider so früh aufnehmen, weil ich ja, wie gesagt, heute wieder zum Zahnarzt muss. Und ach, ich hasse es. Ich würde lieber mit euch aufnehmen. Wobei ich würde einiges lieber machen als das. Von daher. Und zwar durch, ne? Ich bin direkt wieder Phantomschmerz hier. Okay, so jetzt direkt die Dings hier rein. Bin mal gespannt, wie viel wir jetzt schon zusammen haben an Paletten. Also einige von euch haben geschrieben, ich glaube 56 war die richtige Anzahl und 156 oder 57 und 156. Also es passen wohl einige Paletten in diese Produktion dann, also in dieser Fertigproduktion rein. Beglückwünscht wurden wir auch zur Wahl des Waldes. Ist ja auch ganz gut. Also der Wald, der hat schon eigentlich sein Holz. Jetzt haben wir da vier Bäume oder so rausgeholt. Produktion ist gleich voll. Kommen wir schon hin. Und es ist ja noch nah, ne? Also wir bekommen sie hier ganz gut noch weg hingebracht. Boah, ich warte so auf den LKW, den würde ich so feiern. Aber für den müssen wir halt auch erstmal ein bisschen Geld verdienen. Weil ich will nicht wissen, was er kostet. Ich glaube nicht, dass er so günstig ist wie der Paletten-LKW. Ich glaube, was war der? 12 und 24 mit ohne Punkte, ne? Trotzdem müssten wir den Trecker behalten, ne? Weil wir mit dem Trecker dann die Rinde wegfahren. Mal gucken, oder ob irgendein LKW da vielleicht sogar hinten eine Anhängerkupplung hätte. Das wäre natürlich ideal. Oder also, LKW ist es ja nicht, das ist ja eher Transporter. Okay. So. Steigen können wir hier nicht jetzt. Sondern ein bisschen Platz haben. Also, da wandern sie. Durchs tiefe, tiefe Tal. Dann mal rüber, ne? Oh, Desktop-Sound ist noch kein. Ihr habt gar nicht gehört, wie die reingeplumpt sind. Aber jetzt. Ja, manchmal funktioniert das Stream Deck hier nicht so wirklich, diese Tasten. Naja, ich hätte es kontrollieren können. Liegt schon bei mir der Fehler. Aber wir haben es ja noch in Minute 3 gemerkt. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? 6, okay. Das ist jetzt nicht die große Menge. Es ist einmal wegbringen, okay. Ich doch sagen, wir gehen noch mal. Hier sind 1300 drin. Doch, da können wir noch auf jeden Fall eine Ladung holen. Wie sieht es denn jetzt hier vorne aus mit den Bäumen? Wir wollten ja gucken, ob die noch wachsen. Also die sind alle noch so, wie ich sie hinterlassen habe, ne? Ja. Mal eben schauen hier. Acht Bäume und acht Fichten, okay. Das passt auch. Und wie viele Paletten von Dings haben wir jetzt hier? Eine, okay, es lohnt sich noch nicht wirklich. Das heißt, ich würde doch noch mal zwei Ladungen wahrscheinlich holen. Ob wir beide Ladungen heute schaffen, weiß ich nicht. Ich vermute eher nicht, aber es fängt ja immer mit der ersten Ladung an, ne? So wie Millionär werden mit der ersten Million anfängt. Oder Millionär sein. Müssten wir eigentlich hier rumkommen. Sehr schön. Das klappt schon mal. Ja, der Vorteil ist, es ist für mich jetzt natürlich eine
größere oder ist mehr Aufwand, Belastung kann man nicht sagen, hier jeden Tag eine Folge jetzt aufzunehmen und rauszubringen. Aber ja, ich mache es in erster Linie wegen den Updates. Falls neue kommen, bin ich zumindest morgen dann aktuell. Aber ich mache es, macht natürlich auch Spaß, direkt auf die Kommentare eingehen zu können. Ja, den hier vorne bekommen wir ja nicht weg, ne? Komischerweise. Der scheint einfach zu tief reingepflanzt zu sein. So, wir fahren jetzt auch in den Wald, ne? Ihr habt ja gefragt, warum nicht. Aber es war vorher einfach zu eng. Ne? Um dann einen halben Meter reinzufahren, macht nicht wirklich Sinn. So, hier sind wir jetzt. Hier nehmen wir jetzt wahrscheinlich die ersten Bäume weg. So, jetzt müssen wir mal hier ein schönes Foto mal aus diesem Wald machen. Mit der Blick nach zum Sägewerk. Zack, haben wir. Ihr werdet es wahrscheinlich schon erkannt haben, das Titelbild. Oder es kommt noch ein besseres. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es schon. Ich nicht. Ich weiß es nach der Folge. Aber haben ist besser als brauchen. Entschuldigung. Und ihr seht es auch noch im Bild. Naja. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr Folgen mit oder ohne Facecam sehen wollt, ob das euch egal ist. Dann fällt er jetzt dahin. Ich habe doch da gesägt. Dürfte aber noch mit dem Fluss passen. Weg. Noch ein. Den so ein bisschen, falls es klappt, ein bisschen, dass er auch dran kommt, nicht dass er im Wasser landet auf einmal. Und das wäre eh weg gewesen, die Spitze. Okay, ist noch da, ist schon mal wichtig. Man muss es durchziehen. Bis zum Schluss so. Wir versuchen es mal mit dem Transporter oder mit dem Anhänger gleich einzusammeln. Guck mal, da drüben ist Hannes. Wollt ihr schwimmen gehen? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ihr wisst es wahrscheinlich. Das war ja einer der ersten Aufgaben, ne? Wenn nicht sogar die erste. Weil die erste war, den Opa, den Onkel da rauszuziehen und sie zu helfen. Und das als Städter, ne? Baum fällt. So. Jetzt
Zittern die denn bei euch auch so? Hat ja auch einer geschrieben, das war irgendwie schon beängstigend, dass das lebende Bäume zittern und tote nicht. Wobei ich glaube, es zählt nicht als lebende Baum, ne? Ich weiß es gar nicht. Ja, was denn nochmal hier? Tote Stämme 11, okay. So, mal schauen, ob das runtergeht. Geht schon los mit zu teilen. Geht sie weg, ne? Ja. Gerade überlegen, ob ich jetzt noch Bäume schneide. Wir dann heute nur eine Baumfellaktion hatten hier. Ich werde die jetzt aufladen. Auch noch was anderes gemacht, wenigstens. 11 Minuten ist ja noch Zeit. Ne? Dann haben wir schon mal die. Wird ja auch nicht gerade übersichtlicher, wenn alles hier fehlt. Ah, alles blöd. Ich habe jetzt irgendwie die Facecam hier falsch programmiert. Bei einer falschen Stelle vermutet. So falsch programmiert ist es nicht. So, da sind wir durch, oder? Ne, hier ist noch einer. So, Motorsäge haben wir dann erstmal für heute. Sieht auch cool aus, wie der da oben so auf den Dings steht und wartet, dass es weitergeht, ne? Zack. Vielleicht ist auch das die Sammel. Ich weiß es noch nicht. Wir werden ja ziemlich viel jetzt hier in nächster Zeit in den Wald machen. Ja, man kommt jetzt auch nicht wirklich. Ja doch, hier geht's. Wenn ich jetzt rückwärts setze. Na. Oh, ich bremse. Auch für Bäume. Ganz ehrlich, bis jetzt gefällt mir das doch besser, wenn ich vortrage. Wie macht ihr das denn? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wart ihr dann mit so einem Wald hier rum, wie ich jetzt gerade, oder bringt ihr die auch lieber vor? Gleich im Wasser hier, ne? Okay. Ich bereue es gerade schon. Gucken, ob wir aussteigen können, ja. Vielleicht wird auch das nicht sammeln, man weiß es nicht. So. Nehmen wir weg hier.
Den haben wir drin. Ja, ich weiß. Der ist auch nicht angekoppelt. Jetzt. Ich glaube, ich fahre nicht mehr in den Wald. Maximal oben noch oben die Hauptstrecke oder so. Und da sammelt die Hölzer. Also nah am Wasser, wobei der Wald war ja nicht das Problem gerade, sondern eher das Wasser und dass ich schon wieder losfahre hier. Einen kleineren nehmen. Wobei, es wäre halt gerade dicker, ne? Statt kleiner. Vielleicht den hier. Den mehr am Rand machen. Sehr schön. Ich glaube, es ist so am sinnvollsten. Und den hier drauf irgendwie. Irgendwie ist die Natur gegen uns. Da hängt dann nirgendwo mehr. Können wir den nicht mehr nehmen? Hängt ja schon dran, ne? Dran hängt. Sind wir das, glaube ich, rüber. Der schon als oben drauf liegend. Aber eigentlich nicht, ne? Kann sich nur um Stunden handeln. Jetzt haben wir uns aus dem Wasser befreit, in 10 Minuten gefühlt. Verlieren wir ihn gleich? Ich weiß es nicht. Wir schleifen ihn mal mit. Wenn jemand von euch hat ja auch erzählt, dass er einen querliegenden Balken drauf hat, den er nicht runterkriegt, ne? Ich weiß aber nicht, ob ihr auch so Kufen hattet wie ich an meinem Trecker, dass er auch bei Schnee fahren konntet.
Bin gespannt, wie wir die loswerden, ne? Irgendwie verhext heute, ne? Wird Zeit, dass ich die Folge beende, aber nein, zeige euch noch, wie wir die Stämme weg loswerden. Diese Taste hier für so Festschnallen der Stämme und loslassen, ne? Das wäre natürlich nice. Gleich mal versuchen, wenn ich hier ranfahre mit dem verkehrt rum, also andersrum. Verkehrt ist ja immer relativ, ne, was für einen verkehrt ist. Und so last. Der hing ja am Anhänger, ne? Das heißt, wir müssen den Anhänger auf jeden Fall mitnehmen. So, wenn wir jetzt da ranfahren. Irgendwie. Nicht. Vielleicht werden wir uns morgen noch einloggen. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch die vielen Fails, Bugs, wie man es auch immer mehr nennen möchte. Ich denke, dass der Nutzer vom Rechner seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ein oder andere mit Sicherheit auch vom Spiel gesteuert ist. Von daher, es macht trotzdem Spaß. Von daher, genießt die Folge. Bald sind wir auch wieder live da. Versprochen. Aber jetzt erstmal viel Spaß und freut euch auf die nächste Folge morgen. Bis dahin. Tschüss.